Arbeit in drei Wörtern ist Improvisation, glitzerig, être naturel, fantasiereich et puis spontanéité. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von Unicam. Heute sind wir im Kantonsspital in Fribourg und begleitet Traumdoktorinnen Didu und Stracciatella. Kommt doch mit uns mit auf die spannende Reise. Ich bin Fabienne Dissen, Dr. Stracciatella und ich bin zweimal im Monat hier in Fribourg. Je suis le Dr. Didu et je viens à l'hôpital de Fribourg une fois par mois. Et du coup, je dois descendre de mon arbre, tu vois. Et puis après, je dois prendre mes patins à roulettes pour arriver de Neuchâtel jusqu'à Fribourg. Mais ça, c'est super, super sympa de venir ici à l'hôpital parce que du coup, je peux aller voir plein d'enfants, des plus petits aux plus grands. Ich habe vorher selber mit Kindern gearbeitet, mit Beeinträchtigung und habe dort immer den Dr. Spock und Dr. Tralala gesehen. Es waren zwei gelernt, die ich kam und es war so schön. Und dann habe ich gedacht, oh, ich will das auch lernen, ich will das auch werden. Und dann bin ich zuerst in die Ausbildung zu der Yves Stöcklin in Basel als Klonin. Und später hat die Stiftung Theodora wieder eine Ausbildung ausgeschrieben hatte, und dann habe ich mich getraut, um wirklich diesen Traum zu verwirklichen. Und habe es wirklich auch geschafft. Comment je suis venue Dr. Rêve? Ben, j'ai croisé un Dr. Rêve qui m'a parlé justement de son travail. Et puis moi, comme je venais un petit peu de ce monde de entre le rêve et puis le monde artistique et les hôpitaux, je me suis dit, mais ça, c'est trop génial! Je vais pouvoir mettre tout ça dans une casserole et remuer. Et puis devenir Dr. Rêve. Seit der Gründung im Jahr 1993 können genau dank der Stiftung Theodora die Traumdoktoren und Doktorinnen die Kinder ein bisschen zum Lachen bringen und das sogar in 7 verschiedenen Ländern. Für Babys, Kinder, aber auch vor allem für die Eltern ist es nicht einfach, wenn das Kind oder man selber im Spital ist. Darum sind genau Traumdoktoren dafür da, Ihnen ein bisschen Mut, Energie, aber auch vor allem Humor in den Alltag mit einzubringen. Wie finden Sie es, dass die Stiftung Theodora so den Kindern ein bisschen Humor bringt? Sehr schön, weil sie sind eh schon gestresst, haben Angst. Es gibt ein bisschen eine Ablenkung. Ich finde es eine gute Idee. Und wie findest du es? Ich will das Mikrofon einfach anschauen. Das ist gut. Ja. Super. Das war es mit dem heutigen Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei der Stiftung Theodora und bei den zwei Traumdoktorinnen, dass wir sie heute haben dürfen begleiten. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Video wieder zu sehen. Ciao zusammen!